Hi, ich bin Milena. Unser Gehirn kann viele komplexe Sachverhalte schneller verarbeiten als ein Supercomputer, ist dabei kleiner und verbraucht kaum Energie. Wir wollen verstehen, wie das funktioniert und ob wir uns diese Art der Informationsverarbeitung in der Technik zunutze machen können. Dafür bilden wir künstliche Nervenzellen mit elektronischen Schaltkreisen auf kleinen Chips nach. Was wir tun müssen, um so einen Chip bauen und benutzen zu können, das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Am Anfang werden die elektronischen Schaltungen der Chips entworfen. Das machen wir hier in Heidelberg. Produziert werden sie dann bei einem Hersteller in Asien, wo zum Beispiel auch Apple seine Chips fertigen lässt. Die Chips benötigen eine speziell für sie passende Umgebung. Dafür entwerfen wir auch ihre Trägerboards selbst. Wenn diese geliefert werden, bestücken wir sie vor Ort mit den zugehörigen Bauelementen. Wenn die fertigen Chips ankommen, werden auch diese auf dem Trägerboard aufgebracht. Die Montage muss in einer extrem sauberen Umgebung stattfinden, da die Chips so winzige Strukturen besitzen, dass selbst ein Staubkörnchen diese beschädigen kann. Manchmal ist auch Handarbeit gefragt, um spezielle Baugruppen auf dem Board anzubringen oder Schaltungen zu ändern, zum Beispiel für Messungen bei der Inbetriebnahme von neuen Systemen. Besonders spannend ist es, wenn ein neues Chip-Design zum allerersten Mal getestet wird. Funktioniert alles so wie erwartet? Feuern die Neuronen? Für die Ansteuerung der Chips entwickeln wir unsere eigene Software. Damit ist es dann möglich, Experimente durchzuführen, die uns helfen, die Funktionsweise des Gehirns besser zu verstehen. Außerdem können auch komplexe Probleme mit geringem Energieverbrauch gelöst werden, wie zum Beispiel das automatische Zuordnen handgeschriebener Zahlen. Unser Ziel ist es, künstliche Intelligenz an dem Ort einzusetzen, wo die Daten anfallen. Das spart Energie und schützt die Privatsphäre, da so die Daten nicht mehr an ein Rechenzentrum übertragen werden müssen.